Guten Morgen. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch dieses Wochenende mit, denn ich habe Turnier. Heute ist Freitag, heute muss ich noch arbeiten und dann Turniersachen vorbereiten. Und morgen habe ich dann ein Turnier und ich dachte, das wäre ganz spannend, wenn ich euch da mitnehme. Ja, es ist, glaube ich, 6:30 Uhr und ich werde jetzt noch eine Runde Sport machen und dann geht's später zur Arbeit. Mein Kater turnt hier gerade auf dem Hamsterkäfig rum. Obwohl der Hamster schläft. Was machst du da? So, ich habe mich nun fertig gemacht und ich werde jetzt noch was frühstücken. Es ist schon kurz nach 8. Und ja, dann werde ich zur Arbeit fahren und dann werde ich euch später wieder berichten, wenn ich von der Arbeit wieder da bin. So, ich bin schon wieder zu Hause und die Sonne scheint und das ist richtig der schöne Tag. Das freut mich richtig, deshalb werde ich auch sofort rausgehen und Sisko eine neue Frisur verpassen. Ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, weil das mit ihm etwas schwierig ist. Er wackelt immer und dann am Ende sieht das richtig scheiße aus. Ich kann das irgendwie nicht gut. Ich schneide die immer, weil sonst wird sie mir einfach zu dünn. Ja. Und das wird immer so schräg. Also erst ist es immer voll gut und dann schüttelt er sich einmal und dann sieht das alles schrecklich aus. Aber das muss jetzt gemacht werden, denn er hat schon richtig lange Mähne bekommen und das sieht überhaupt nicht mehr sportlich aus. Seht ihr, wie lang die Mähne geworden ist? Ups. Richtig weibliche Mähne. Ja, Cisco, ich würde mal behaupten, sie ist kürzer. Schön ist nicht. Aber er hat es auch schon durchgewuschelt. Man sollte mich eindeutig nicht an die Mähne von seinem Pferd lassen. Eindeutig der Grund, warum ich mich die ganze Zeit geweigert habe. Es tut mir leid, Cisco. Die musste ab. Ich kann nichts dafür. Tut mir leid. Musst du halt 2 Wochen hässlich rumrennen. Ich glaube, er verzeiht es mir, oder? Mich? Er ist voll müde. Ja. Gut. Es ist doch gut was abgekommen. Oh Mann, das tut mir voll leid für ihn, aber ich kann leider nicht so gut die Mähne schneiden. Ich bin dafür eindeutig nicht gemacht. Es ging auf alle Fälle schnell. Ich werde jetzt hier noch kurz fegen. Wenn wir arbeiten, wird es ja gewesen. Ja, meine Sachen wegräumen. Und dann muss ich nachher auch los zu den jungen Pferden. Ja. Alles schön zusammenfegen. So, Ciscos Kopf ist auch noch dran, gemistet zu werden. Und das werde ich jetzt auch gleich machen, denn die Sonne scheint so schön. Und da möchte ich ganz, ganz viel draußen sein. Ja, los geht's. Guckt euch diesen schönen Himmel an mit der Sonne. So, ich packe gerade schon mal meine Sachen wieder zusammen. Also mein Helm und meine Gerte. So. Sachen gepackt. Ich bin jetzt im Auto und fahre gleich zu den jungen Pferden. Ich glaube, heute sind nur 2 dran, ja. Und werde die dann reiten und dann gleich weiter in den Verein fahren.
Es ist 2:30, glaube ich. Ja. Und ich fahre jetzt los. So, die Pferde liefen richtig gut eigentlich. Und ja, ich fahre jetzt direkt weiter und helfe dann im Reitverein. Es ist, glaube ich, 4, ja. Und da muss ich nachher auch meine Reitsachen fertig machen. Ja, ich hoffe, ich schaffe das alles noch rechtzeitig. Ich bin jetzt endlich zu Hause. Es ist 6 Uhr schon, kurz vor 6 oder so. Und ich werde jetzt die Turniersachen machen. Das heißt Sättel putzen, Trense putzen, Chaps, Stiefeletten putzen, Sporen putzen, alles einpacken, Transportgamaschen hinlegen, Heu holen in ein Heunetz und den Anhänger packen, dann Wasser in Kanister packen und so weiter. Also alles, was man so macht, das werde ich euch dann so gut wie geht zeigen. Memories die out so hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on, so gotta find it first. But here I am, suddenly under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. Ich habe. Das finden wir schnell heraus. Doch, mir fällt es wieder ein. Ich war die 99, da dachte ich noch so geil. Geile Nummer. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island. So, da sind meine Sachen gepackt. Die packe ich gleich ein, bis auf die Transportkamasche natürlich. Und ja. Praktisch das doch ist, wenn das Auto von alleine den Kofferraum aufmacht und auch wieder zu. Das ist wirklich totaler Luxus beim Reiten. So, ich werde jetzt anfangen, meine Turniersachen zu packen. Also meine Sachen, die ich morgen früh anziehen werde und so weiter. Ja, ich zeige euch gleich, was ich alles einpacke. Das ziehe ich morgen an. Das ist ein Animo-Jacket mit Glitzer da. Das ist eine Equiline-Turnierbluse mit Pailletten und eine Equiline-Reithose, die hier so einen weißen Streifen entlang am Bein hat mit einem Glitzergürtel von dieser Marke. Mit Animo-Socken, wo hier das Glitzer schon fast ab ist. Und ein Nike-Sport-BH. Ja, glitzert ordentlich.
Man sieht quasi nichts, aber gut, ich bin auf dem Weg zu den Pferden und werde jetzt nochmal Heu füttern. So, hier werde ich jetzt Heu reinfüllen. Mal gucken, ob wir das so gut hinkriegen. So, seht, hallo! Dreck. Als erstes haben natürlich die Pferde Heu bekommen. Ja. Damit die versorgt sind. Ja. Nun werde ich Heu auffüllen. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. So, ich bin fertig und habe alles gepackt und eingepackt und ja, sollte nicht schief gehen morgen und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, denn das ist ja doch schon ein bisschen her. Im Dezember waren meine letzten Turniere. Ja, also ein paar Sachen, ich habe noch keine Startbereitschaft erklärt, das kann man glaube ich aber auch erst morgen und das muss ich dann morgen früh machen und dann füttern und ja, so geht's dann morgen weiter. Also sehen wir uns dann. Guten Morgen, Pelle. So, Heu ist auch drin, also er wird nicht verhungern. Guten Morgen. Cisco hat jetzt schon Heu bekommen. Kommt jetzt noch Hafer und sein Kram. Ja, es ist 6:30 und ich fütter ihn jetzt ab und dann mache ich mich selber fertig und dann wird Cisco wieder fertig gemacht und ich muss gleich auch noch Startbereitschaft erklären. Das ging irgendwie gestern Abend nicht. Ja, so sieht es jetzt aus. Und Cisco frisst genüsslich. Er sieht auch sehr gut aus, irgendwie voll mit Späne. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich bin fertig angezogen. Ja. Ich hoffe mal, dass das alles klappt. Ich kann euch ja nochmal zeigen. Es ist 7:45. Cisco wartet schon. Ja, ich mache mich jetzt fertig. Du hast getrunken, aber das ist gut. Fein, es kleckert alles. Ne? Kleckert alles noch aus dem Maul. Ich glaube, ich habe euch gar nicht erzählt, was ich überhaupt reite. Ich reite ein Stil L und ein Zeit M. Ja, ich bin kein Fan von Zeitreiten, werde ich auch nicht. Ich werde einfach meine Runde drehen und hoffen, dass ich null bin. So wie es aussieht, hat Cisco wundervoll geschlafen. Liebe es, wenn besetzt ist. Oh, der ist ja noch voll schmutzig. Oh Gott, im Himmel ist der lang geworden. Das
ist doch mal praktisch. Ich bin jetzt fertig mit Putzen. Wir gehen jetzt nach hinten und satteln. Beziehungsweise ich rufe nochmal dort an. Hallo, hier ist Pia Thomsen. Ich wollte einmal Startbereitschaft erklären. Für Pia Thomsen, ja. Genau. Gut. Tschüss. Ich liebe das, wenn die so ultra verpeilt sind und man denkt so, hä? Okay. Das Ganze aus, also alles perfekt abgestimmt. Auch hier, den habe ich neu. So, Cisco ist verladen. Wie ihr seht, bin ich schon zurück und es ist auch schon 9 Uhr abends. Ja, also der Tag war echt gut. Ich habe es noch nicht geschafft zu filmen und mein Akku war dann leer. Ich habe die Kamera aus Versehen angelassen. Ja. Und jetzt habe ich sie die ganze Zeit laden lassen. Und ich dachte mir, dann erzähle ich euch jetzt, wie es war. Ich glaube, ich habe auch nur das L-Video, also vom L-Stil. Und Cisco war eigentlich ganz gut drauf. Er war ziemlich nervös. Das hat man so ein bisschen gemerkt. Das L-Stil war gut, hätte besser sein können. Also am Ende hat er nicht ganz so auf mich gehört, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil zurzeit hört er extrem gut auf mich. Und im Parcours war es dann wieder so, dass er mich ein bisschen alleine gelassen hat und das nicht so umgesetzt hat, wie ich es wollte. Deshalb wurden 2-3 Sprünge etwas eng und er hat sich dann extrem übersprungen. War trotzdem alles im Fluss und so, weil er ja sowieso zu schnell ankam. Ja, das gab dann so ein paar Abzüge. Wir hatten eine 7-9, also war ganz gut und wir wurden Sechster damit. Ja, also es gab auch einen Kommentar dazu, weil es ja ein Stützpunktturnier war und da wurde, glaube ich, hauptsächlich gesagt, dass Cisco halt sportlich sehr motiviert ist und das ist das Ziel sein muss, dass es noch ein bisschen ruhiger wird und wir besser an den Sprung rankommen und das ist mehr ein Tempo wird, weil er dann ja, ich versuche ihn halt immer in den Wendungen abzubremsen, das kriege ich dann auch hin und in den Distanzen schießt er halt einfach wieder los. Deswegen ist es immer so ein bisschen unruhig, aber sonst war es gut, wir wurden ja auch Sechser, also ne, brauche ich mich nicht beschweren. Genau. Später hatte ich dann auch noch das M-Springen, das war alles in einer großen Halle und draußen bin ich aber abgeritten. Es war ein bisschen schwierig, draußen abzureiten, weil da waren so viele bockende Pferde, die die ganze Zeit ausgetreten haben und zickig waren. Und Cisco war dann ein bisschen angespannt, aber es ging eigentlich. Er war dann genauso beim Abspringen wie vorher, war nicht so bei mir, wie ich das erhofft hatte, aber trotzdem hat er versucht, auf mich zu hören. Und im M-Springen, das war gut, also besser als das L-Springen, fand ich. Also ich bin besser zu den Sprüngen hingekommen. Ich habe aber nicht groß gekürzt oder bin nicht groß schneller geritten, weil da gab es eine Wendung, wo man hätte kürzen können und das wollte ich nicht, weil das mir ein bisschen zu riskant war. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jemand gemacht hat. Ja, und wir haben ja eh ein hohes Grundtempo, also war das gar nicht so das Problem. Bei dem Einsprung, da kam ich ein bisschen blöd, das war eine Trippelbarre und die war halt direkt aus der Wendung und hat eine Distanz eingeleitet, also es war der Einsprung von einer Distanz und ja, ich kam durch die Wendung und merkte, das passt überhaupt nicht und dann musste ich auf, also Tempo und dann auf groß da durch oder darüber und ja, da hat er sich ordentlich anstrengen müssen. Alle so, aber er hat das super gemacht. Ich weiß ja, er kann das und er macht das und wenn das nicht der Normalfall wird, ist das auch mal in Ordnung, aber ansonsten wäre er viel zu eng gekommen und dann wären wir aus dem Stand darüber gehopst. Die war halt total blöd anzureiten aus der Wendung, weil man eh das Tempo in der Ecke verliert und entweder das passt oder das passt nicht. Das ist einfach aus der Wendung so. Das war halt wirklich
aus der Ecke durch und schon war der Sprung da. Ja, aber ansonsten war alles richtig gut und überhaupt keine Probleme im M. Er hat das extrem gut gemacht und gemeistert, auch mit meinem Patzer dann und ja. Und wir wurden dann sogar Vierter. Ich habe mich so extrem gefreut, weil Stützpunktturniere, da reiten halt wirklich gute Leute mit. Man reitet mit den Leuten, die man auch auf größeren Turnieren sieht und dann reitet man einfach mal mit denen und man denkt so, okay. ja, also in allem war das ein sehr gutes Turnier für uns und ich bin schon zufrieden, weil er hat das echt gut gemacht und wir waren ja auch immer platziert jetzt bei der Springen. Mehr bin ich nicht geritten und es war also echt gut. Nur ich hätte mir halt echt gewünscht, dass er ein bisschen mehr bei mir dran bleibt und ein bisschen mehr nochmal hört, weil er dann einfach ab und zu mal einfach abgesprungen ist und sich stark gemacht hat und seinen Willen durchsetzen wollte. Aber das müssen wir alles noch lernen und es kann ja auch nicht perfekt sein, also ist dann so, ja. Danach bin ich auch direkt nach Hause, weil ich wollte, dass er auf die Koppel kommt und dann habe ich ihn halt auf die Koppel gebracht, habe alle Sachen ausgepackt und ich wasche jetzt morgen meine ganzen Sachen und ja, war da noch mit dem Hund spazieren, weil ich so extrem müde war. Ich weiß gar nicht warum. Normal stehe ich auch immer 6.30 Uhr auf, aber auf Turnieren werde ich extrem müde. Ja. Ich sag euch gute Nacht, denn ich bin extrem müde und werde jetzt auch schlafen gehen.